So, ihr seid jetzt hier live bei mir im Webinar mit BenQ. Ich möchte euch ein paar Vulkanfotos zeigen, die ich mitgebracht habe aus Island vom Fagradalsfjall-Vulkan, falls ihr euch gefragt habt, wie man das Ganze ausspricht. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Die Isländer haben sehr lange Ortsnamen und man war sich auch gar nicht lange sicher, wie man diesen Vulkan überhaupt nennen soll, weil der auch ganz neu gewesen ist. Das ist irgendwie eine Sache, die ich noch nie gemacht habe. Also es gibt nirgendwo auf irgendwie etwas veröffentlicht von mir, wo ich durch meine RAW-Dateien durchgehe, also jetzt wirklich so mein erstes Mal, weil ich gar nicht so viel Bildbearbeitung an sich an einem einzigen Foto mache. Ich bastel zwar viel rum mit so HDR-Aufnahmen und sowas, aber an sich so das einzelne Foto, dass ich jetzt irgendwie viel dran verfälschen würde, das mache ich eben überhaupt nicht und deswegen gab es da halt eigentlich nie so viel drüber zu erzählen, aber ich dachte mir, jetzt kann man das ja auch mal machen, wenn es eh schon Interesse an dem Webinar gibt. Ich habe jetzt hier zwei Monitore von BenQ. Das ist hier so mein Aufbau. Das möchte ich euch einmal jetzt zeigen. So, und das ist also hier mein toller Arbeitsplatz, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt hier zwei Monitore von BenQ. Einmal hier links den SW270, der ist in 4K. Und hier rechts habe ich den SW271C. Das ist ein 2K-Monitor. Also das hier sind meine Monitore. Ich zum Mikro spreche, ist es okay. Ja, genau, ich hoffe es doch. So, ich kann den Pegel noch ein bisschen ändern, aber eigentlich so sollte es passen. Ich kann mir das Mikro auch so ein bisschen in die Hand nehmen. So, genau, also die beiden Monitore wollte ich euch hier auf jeden Fall zeigen. Das ist mein Setup. Ihr seht auch, ich habe jetzt hier unten gar nicht die Originalfüße mit dran, sondern ich habe jetzt hier für meinen Monitoraufbau tatsächlich hier so eine Halterung hinten besorgt, weil mich das stört, ne? Diese großen Füße bei BenQ. Also kann ich euch empfehlen, für die Monitore, wenn ihr die euch holt, so einen clean Aufbau zu machen, da habt ihr einfach viel mehr Platz bei euch auf dem Schreibtisch. Übrigens, ihr müsst gucken, es gibt hier so zwei Sachen. Es gibt hier einmal den Chat und einmal gibt es hier so die Questions. Also ihr müsst gucken, wenn ihr so random Sachen habt oder euch ein bisschen drüber unterhalten wollt, dann könnt ihr gerne während dem Webinar hier den Chat benutzen. Wenn ihr wirklich Fragen inhaltlich habt, dann bitte die hier oben ruhig so in dieses Question-Fenster mir reinschreiben und dann kann ich den auch beantworten. Also ins Mikro sprechen, das habe ich schon gesehen. Ich schmeiße das mal hier raus. Also ansonsten hier unten, wie gesagt, den Chat benutzen. Ich schreibe da mal Hi rein. So, da könnt ihr dann einfach reinschreiben. So, hier das in die Kamera ein bisschen rüberstellen. Da könnt ihr so ein bisschen mehr von mir sehen. So, dann kann ich euch hier ein bisschen was dazu erzählen. Ihr dürftet jetzt hier mein Lightroom schon sehen. Ich habe das hier schon mal aufgemacht. Aber davor mag ich euch gerade mal so einen kleinen Einblick geben, wie ich denn jetzt selbst meine Daten strukturiere. Ihr seht, es ist gar nicht so kompliziert. Ich habe jetzt hier so einen großen Ordner, den sortiere ich einfach nach Jahren. Und ihr seht, ich weiß, die ist ja natürlich noch nicht viel unterwegs. Island war jetzt so die erste Fotoreise bisher und vielleicht auch die einzige Fotoreise dieses Jahr. Wer weiß, wie es mit Corona noch so ist. Und hier seht ihr auf jeden Fall meine Ordnerstruktur. Ich mache dir da gar nicht viel drum. Ich habe das jetzt hier einfach Island 1, 2, 3, 4, 5 genannt. Das sind eben die verschiedenen Tage, an denen ich dort jetzt mit Stefan unterwegs gewesen bin zum Fotografieren, von denen wir 4 Tage am Vulkan gewesen sind. Und da schmeiße ich dann alle Fotos einfach rein. Also seht ihr jetzt hier, das ist einfach ein Riesenordner. Da sind alle RAW-Dateien drinne, alle Videodateien. Ich verzichte tatsächlich darauf, irgendwie meine Fotos mit dem Lightroom-Katalog oder so zu sortieren, denn ich möchte ja eine ordentliche Struktur auf meiner Festplatte haben. Das heißt, ich möchte meine Festplatte, meinen Server, den möchte ich an jeden PC anschließen können. Dann möchte ich nur hingehen, möchte an dem PC die Festplatte anschließen und möchte exakt die gleiche Datenstruktur haben wie überall anders. Also das ist meine Organisationsform, die ich jetzt so benutze. Also ich benutze die Bildbearbeitungssoftware wirklich nur zum Bilderbearbeiten und nicht irgendwie zur Organisation. Das mache ich hier tatsächlich alles auf der Festplatte. Also dann schauen wir mal rein. Ich habe jetzt hier schon in Lightroom den ersten. Ich muss den Chat auch zum Schreiben freigeben. Was habe ich hier? Wie kann ich das denn machen? Ich habe noch gar nicht so mit GoTo-Webinar, das ist eine Frage, die habe ich noch gar nicht gehabt. So, wie gebe ich den Chat frei zum Schreiben? Chat, habe ich hier irgendwelche Optionen? Ich kann ihn auf und zu machen.
Ich habe hier gar keine Option für den Chat. Ich weiß nicht, wie ich den freigebe. Also kann ich jetzt nicht sagen, wie ich jetzt hier den Chat gerade freigeben kann. Wenn Bobby von BenQ zuschaut, dann mag er sich dem vielleicht mal. Es ist freigegeben. Jetzt ist, Bobby hat es jetzt freigegeben. Ich habe, glaube ich, gar nicht die Fähigkeiten dazu gehabt, den Chat freizugeben. Ich habe, glaube ich, die Admin-Rechte gesagt. Aber jetzt könnt ihr hier gerne den Chat benutzen. Nee, jetzt schreibt ihr gerade ins Question and Answer rein. Also so random Kram. Also man muss gucken, es gibt den Chat und es gibt es Fragen und Antworten. Das sind zwei verschiedene Sachen. Müssen wir gucken. Also einmal gibt es hier noch so ein Chatfenster. So, jedenfalls. Das ist jetzt hier mein Island 1 Ordner und ihr könnt hier sehen, hier ist ganz schön viel, ich mache das mal groß, ganz schön viel Zeug drin. Also wirklich hier nichts Großartiges. Ja, das war noch während der Quarantäne. Also Island Quarantäne heißt übrigens, dass man nur nicht mit dem Auto vom Wohnort, von der Unterkunft wegfahren darf, aber man darf rausgehen, zu Fuß gehen und halt niemanden treffen. Und da habe ich so ein bisschen Wellen fotografiert. Also das war jetzt wirklich nichts Spektakuläres. Ihr seht also auch, ich koche auch nur mit Wasser. Ich habe auch viele random Fotos, die vielleicht nicht so cool sind. Die habe ich mit Strukturen im Sand fotografiert. Also war viel Langeweile, da habe ich 5 Tage in der Quarantäne verbracht. Und jetzt komme ich jetzt hier mal zu den ersten Vulkanfotos so vom ersten Tag. Das sind wirklich unterwegs gewesen. Wir hatten vormittags um 9 hatten wir den Corona-PCR-Test, unseren dritten Test gehabt, der uns dann aus der Quarantäne entlassen hat. Und dann sind wir auch gleich zum Vulkan los und das war der erste Tag. Und das ist ganz wichtig. Immer wenn ihr irgendwas zum ersten Mal fotografiert, auch bei mir, als jetzt sage ich mal, als jemand das schon länger macht, die ersten Fotos von irgendwas Neuem, die werden immer echt scheiße. So war das auch eben am Vulkan. Wir waren hin und weg, Stefan und ich, als wir dort angekommen sind. Wir fanden das richtig geil. Überall Lava und geil und voll draufgeballert mit der Kamera. Aber es ist eben nicht so einfach, wie man denkt. Ich habe jetzt hier so ein paar Videodateien, die ich jetzt hier so gefilmt habe. Ich kann das mal, ich glaube, ich kann das sogar mal einfach, ich zeige mal im Video das Problem, da kann man das am besten erkennen. Das ist so ein Video, das mit 200 mm ist das, glaube ich, gefilmt. Und schaut jetzt mal hin. Das ist, ihr seht dieses komische Hitzeflimmern, also seht dieser ganze Berg hier im Hintergrund, der ist komplett unscharf. Und das war so das Grundproblem, was ich so ein bisschen, was man so im Vulkan hatte. Es ist so heiß und das Hitzeflimmern ist so krass, dass man eigentlich von dieser Lavafontäne kaum ein scharfes Foto machen konnte. Das sah immer aus, als wäre das halt hier irgendwie super unscharf gewesen, obwohl das gar nicht so mit der Kamera selbst jetzt zu tun hatte. Das war also das erste Problem beim Fotografieren selbst, wo ich auf diese Bildbearbeitung kommen kann, muss man natürlich auch erstmal passende Rohdaten aufnehmen. Und ja, das war so eine Sache, super unscharf. Ich kann das hier, glaube ich, dann auch nochmal zoomen. So. Wie komme ich jetzt hier aus dem Video raus? Gehen wir wieder zurück. Und ich muss ein Foto anklicken. So, da. Da ist mein Foto. So, hier mal auf die Library-Ansicht zurückgehen. So, genau, Escape war's. So, hier seht ihr also, das sind jetzt mal die Fotos und ich will das jetzt hier einfach einmal vergrößern. Da kann man das hier mal sehen. Seht ihr das? Das ist nicht, dieses Foto ist nicht unscharf. Das ist die Original-RAW-Datei und das ist wirklich das, was an Schärfe da rauskommt, wenn man sogar richtig fokussiert hat, weil es einfach überhaupt nicht funktioniert hat, diese Lavafontäne zu fotografieren am ersten Tag. Also ihr seht, ne, erster Tag ist einfach nur erstmal so entdecken, was kann ich eigentlich so am Motiv machen. Deswegen so am ersten Tag habe ich auch gar nicht wirklich irgendwelche Fotos großartig so bearbeitet. Ne. Also ein bisschen seht ihr jetzt hier so ein bisschen rumgespielt mit verschiedenen Kameraperspektiven und ja, hier verschiedene Sachen aufgenommen und das Problem war, wie man sehen kann, ich habe hier immer über dieses Lavafeld im Vordergrund hinweg fotografiert. Ne? Hier also dieser Rauch, das ist also so das Lavafeld und hier im Hintergrund, da ist eben diese Lavafontäne und dieses Lavafeld hat so eine unglaubliche Hitze gehabt, das ist ja wirklich hier so ein Lavasee aus fast, oder eigentlich aus flüssiger Lava, die war nur an der Oberfläche halt schon ein bisschen erkaltet. Und das hat so Hitzeflimmern verursacht, da konnte man nicht drüber fotografieren. Das haben wir dann halbwegs schnell irgendwann auch bemerkt, dass man da so gar keine wirkliche Chance hat. Und dann haben wir gedacht, okay, irgendwann haben wir uns das gedacht. So, genau, dann sind wir irgendwann so ein bisschen mehr an die Seite von dem Vulkan gegangen. Ich scroll mal durch. So, nee, bleiben wir mal da oben. So. Und dann sind wir so ein bisschen an die Seite gegangen, da konnten wir so ein bisschen besser fotografieren, weil da war nicht ganz so viel Lavafeld in der Mitte.
Aber das Problem am ersten Tag war einfach so, einfach von der Struktur von diesem einen Vulkan. Außenrum überall Lavafeld und keine Chance, irgendwie diese Fontänen richtig zu fotografieren. Dann ist das nächste Problem der unglaubliche Kontrast. Ich gehe jetzt mal auf diese RAW-Datei hier drauf, da kann man das ziemlich gut sehen. Also, das ist die Original-RAW-Datei und hier, da ist jetzt diese Lavafontäne an sich. Die ist jetzt hier richtig belichtet. Also, da passt jetzt hier die Belichtung. So ist das also auch für die Augen gewesen. Aber ihr könnt eben sehen, das ist jetzt hier komplett schwarz. Und ich kann jetzt hier auch, wenn ich die Exposure hochnehme, also hier plus 5 Exposure, also plus 5 Belichtung mache. Sorry, ich werde die englischen Begriffe benutzen, weil ich hier alles auf Englisch eingestellt habe. Ihr seht, selbst dann kriege ich, wenn das hier zu dunkel ist, die Umgebung nichts mehr raus. Es ist wirklich eine extreme kontrastreiche Situation gewesen mit dem Problem. Und da ist eben, ich glaube, da ist eine Frage von Christina. Christina, du kannst den, soweit ich das weiß, kannst du mein Webcam sozusagen auf deinem eigenen Bildschirm von A nach B verschieben und dann kannst du mich größer und kleiner ziehen und kannst gleichzeitig auch noch meinen geteilten Bildschirm größer und kleiner ziehen, wie du das gerade brauchst. Falls du jetzt nicht nur mich labernd siehst, dann musst du mal gucken, dann kannst du das eben umstellen. Ihr solltet das jetzt hier alle meinen Bildschirm gerade sehen, während ich das erkläre. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ihr nochmal gucken. Ihr könnt diese Fenster eben hin und her bewegen. So, und also da war dieses unglaubliche Kontrastproblem und wir hatten das schnell festgestellt am ersten Tag. Wir haben uns echt so drauf gefreut und dachten so geil, wir fotografieren jetzt in der Nacht diesen Vulkan. Man hat aber null Chance gehabt, sobald es richtig dunkel gewesen ist. Konnte man vergessen, außer der Lavafontänen noch irgendwas in diesem Foto richtig belichten zu können. Und selbst HDR-Aufnahmen waren da stark an der Grenze. Also erste Regel vom Vulkan, wann ich den am besten fotografiere, so im Zeitraum Sonnenuntergang. Und das ist die beste Zeit, da kommt die Lava von der Helligkeit ganz gut raus. Man kann auch genug von der Landschaft sehen, aber sobald die blaue Stunde ein bisschen voranschreitet, wird das so dunkel, dass man eben am Vulkan keine Chance mehr hat, irgendwie die Landschaft und die Lava miteinander in Verbindung zu bringen. Also, falls ihr die Möglichkeit habt, nach Island zu gehen, daran denken, dass ihr eben nur zu den richtigen Uhrzeiten das Ganze fotografiert. Ne, also tagsüber ist ganz cool, aber da kommt die Lava nicht richtig raus. Eigentlich ist die beste Uhrzeit morgens und abends zum Fotografieren für diesen Vulkan. Morgens geht nicht, weil dann ist er sozusagen geschlossen. Genau, dann wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr hier reingucken. Also erster Tag, ich gehe nochmal auf die Library zurück, da war eben insgesamt einfach nichts dabei, was ich jetzt hier bearbeiten würde. Hier kann man es nochmal ganz sehen, das ist nochmal eine ganz nette Aufnahme, Moment, Reset. Da habe ich mal so Lava-Details geschossen, das ist so mit so, das ist das hier, 145 mm Brennweite ist das hier so mit dem Tamron 70-210 fotografiert. Ich das jetzt hier mal, da könnt ihr mal sehen, also da kann man schon ein bisschen rumspielen, aber an diesen Lava-Detailaufnahmen, da hat mich immer so ein bisschen gestört, dass man überhaupt nicht einschätzen kann, wie groß das jetzt hier eigentlich ist. Also, was sehe ich jetzt hier in diesem Foto? Das ist eine ganz coole Struktur, aber eben so als Fotograf hat mir so ein bisschen so diese Skalierung dabei gefehlt. So, deswegen, wir gehen mal auf die anderen Tage, dann finden wir noch interessantere Fotos. Ich gehe mal auf die Bibliothek zurück und schnapp mir mal hier den Island 2 Ordner. Da geht es hier oben irgendwo. Hier, das ist der richtige Ordner. So, das war dann also das zweite Mal, als wir am Vulkan gewesen sind. Da haben wir erstmal so gestartet, wir haben jetzt so Detailfotos hier, weil die Lava so schön da am Rand rausgebrochen ist. Ja, genau, hier kann man das jetzt mal sehen. Ne? Das ist jetzt hier noch am Tag gewesen, hier jetzt mit Stefan im Vordergrund. Und hier sieht man jetzt, da kommt dieses Glühen schon ganz gut raus von der Lava, also auch im Tageslicht. Aber wichtig ist, hier ist kein Sonnenschein oder so gewesen. Sobald die Sonne scheint, ist der Kontrast nicht mehr so da. So Dämmerung, bewölkter Himmel ist so fürs Lava-Fotografieren dann am besten. So, und an dem zweiten Tag waren wir ein bisschen schlauer. Und da haben wir dann in der blauen Stunde fotografiert und wie ihr sehen könnt, habe ich mich jetzt hier so platziert für das Foto, dass eben hier hier nur fast nur erkaltete Lava im Vordergrund war, sodass die Fontäne schärfer wird als auf den anderen Aufnahmen.
So, wenn ich jetzt hier raussuchen möchte, sozusagen, welches Bild ich jetzt hier bearbeiten möchte, da würde ich immer auf diese Bibliotheksansicht in Lightroom zurückgehen, dafür ist die ja da, und dann scrolle ich hier so durch und dann gucke ich eben, was ich da so fabriziert habe und sage dann, okay, hey, das ist jetzt ein Foto, das möchte ich bearbeiten, zum Beispiel hier, da kann ich jetzt sagen, das ist ziemlich cool, wie die Fontäne da rausfliegt, da mache ich also jetzt hier mal einfach mal 5 Sterne, dann nehme ich die, ne, einfach Taste 5 drücke, habe ich dem jetzt hier 5 Sterne gegeben, so sortiere ich das für meine Bildbearbeitung. Und das ist schon der Punkt, ihr könnt sehen, da würde ich jetzt schon mit HDR-Aufnahmen arbeiten. Meistens mache ich sogar nur so 2 oder 3 HDR-Aufnahmen, die ich zusammenbaue. Hier in dem Fall würde ich also hier oben drüber, diese hellere Aufnahme, ne, die würde ich also, ne, seht ihr das, da habe ich auch beim Fotografieren bezweckt, dass ich diese beiden Fotos also hinterher überlagere, weil ihr seht jetzt auch hier, ich habe einfach dieses schwarze Lavagestein und das ist dann einfach sehr dunkel und sehr verrauscht. Deshalb hier eine zweite Belichtung, die möchte ich auch haben, also mache ich auch mal hier 5 Sterne drauf. So, da habe ich jetzt noch meine 2 Belichtungen, die möchte ich dann später zusammensetzen. Ihr seht jetzt, was man hier tun kann. Ziel ist es, ich gehe mal auf Entwickeln. Dann kann ich hier unten die Filter setzen. Ich mache es einfach mal hier Rated. Jetzt seht ihr, jetzt habe ich hier nur begrenzt auf die Fotos, die ich mir hier irgendwann mal markiert habe, die ich bearbeiten möchte. Und jetzt möchte ich also diese beiden Aufnahmen hier mal zusammensetzen. Ihr seht also, hier aus dem Foto, da möchte ich also die Umgebung haben. Und aus der RAW-Aufnahme hier möchte ich natürlich die Fontäne haben. Und meine Vorgehensweise ist immer so, dass ich in Lightroom jetzt beide Fotos erstmal vorbereite. Ich bereite die so vor, dass ich die RAW-Dateien dann eben in Photoshop zusammenlegen kann, um dadurch eben mit dem HDR, mit diesem Exposure Blending die Nachteile des Dynamikumfangs meiner Kamera ausgleichen möchte. Das ist das, was ich jetzt hier eben mache. Dann kann ich noch ein paar Fragen beantworten. Wie nah war ich an der Lava? 1,5 Meter an der richtig flüssigen. Näher ging es nicht, dann war es zu heiß. Und an dieser, der so, die ist so ein bisschen so rausgequollen ist, haben wir so mit der Kamera so 50 Zentimeter, die war nicht mehr ganz so heiß und nicht so flächig offen. Und ich behalte alle Fotos tatsächlich, liegt aber einfach daran, dass ich mich von den RAW-Dateien immer nicht verabschieden kann. Irgendwann braucht man irgendeinen Blickwinkel nochmal. Und der nächste Punkt ist, eine neue Festplatte kostet mich weniger als die Arbeitszeit, immer aus 2000 Fotos die rauslöschen, die ich jetzt nicht mehr brauche. Es ist einfach von der Arbeitszeit her viel krasser. Aber jetzt so logistisch gedacht, jetzt so für mich. Genau, also hier würde ich jetzt also diese Aufnahme erstmal einfach so anpassen, dass mir hier die Landschaft gefällt. Ja, seht ihr es hier, da ich versuche, einen Bildaufbau zu machen, weil von dieser Perspektive, da sah dieser Spalte auch mal so ein bisschen wie so ein Vulkankegel aus. Deswegen habe ich diese Perspektive hier gewählt. Und da bearbeite ich jetzt eben erstmal die Landschaft, bis mir das gefällt. Ihr seht jetzt auch hier so vom Histogramm. Ich habe also alles drin, nichts überbelichtet, nichts unterbelichtet. Ich mache das jetzt aber trotzdem immer erstmal einen Ticken heller. Ich mag das immer, ich mache das für meine Bearbeitung, ich mache das immer ein bisschen heller. Ja, bis sozusagen, das ist ja hier die Mitte. Das ist die Mitte vom Bild. Und ihr seht, dass ich habe hier sozusagen 2 Bereiche in dem Histogramm. Einmal hier links, das sind natürlich hier die Tiefen, die ganze Landschaft im Vordergrund. Einmal hier rechts, das sind die hellen Bereiche. Das ist der Himmel und so ein bisschen natürlich auch hier die Lava. Und damit das nicht unnatürlich wirkt, die Fotos, ganz wichtig, ich kann jetzt zum Beispiel auch mal hier, wenn ich das jetzt mal extrem mache, ne, seht ihr jetzt, jetzt ist das total flau. Das sieht jetzt auch nicht mehr so wirklich echt aus. Das ist nicht mehr der Originalkontrast. Da ist so die Regel fürs Bearbeiten, dass die Tiefen immer noch ein gutes Stück von der Mitte links sein müssen und hier der Himmel in der Landschaft immer noch ein gutes Stück rechts im Bild. Ich mache den Himmel so ein bisschen dunkler, das seht ihr, dann kommt das im Histogramm so ein bisschen zur Mitte rüber und ich kriege so ein bisschen Farbe im Himmel zurück. Ja, also das mache ich jetzt, aber indem ich die Lichter runterziehe, aber ich übertreibe das jetzt nicht, weil ich eben hier noch den Kontrast wahren möchte. Dann gehe ich hin und sage mir so ein bisschen mehr Kontrast. Ich mache mal den Kontrast hier rein und da gehe ich jetzt wirklich einfach nach persönlichem Gusto. Ne? Also nichts übertrieben.
Weil ihr seht jetzt fange ich schon an, die schwarzen Bereiche im Foto zu verlieren. Da kommt jetzt hier oben auch diese Warnung dann hier oben in der Ecke im Histogramm. Das möchte ich nicht. Das heißt, also dieses gerade so ein bisschen rüber. Und ja, habe ich jetzt einen ganz, ganz nicen Kontrast so für das, was ich jetzt hier haben möchte. Und jetzt gefällt mir das, aber jetzt ist mir das hier so ein bisschen wenig Drama-Rama. Also ich mag das immer nicht. Also das war einfach ein flaches Licht, ne? Komplett bewölkter Himmel, alles ein bisschen langweilig, also ist nicht so cool. Und jetzt mache ich immer so ein bisschen, ich male mit Licht. Das gehört dazu. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie extrem viel zu machen, aber es geht eben darum, den Betrachter ein bisschen auf das Motiv drauf zu schieben. Ich möchte sozusagen, dass der Betrachter hier an dieser Lava anfängt zu gucken und dann möchte ich, dass der an diesem Vulkan mit seinen Augen aufhört, weiter durchs Bild zu schauen. Das Problem ist immer, dass der Betrachter immer das Bild von dunkel nach hell anguckt. Und wenn er also hier drüber guckt über diesen dunklen Vulkan, dann hört er sozusagen nicht am Vulkan auf, sondern er möchte noch in den Himmel hineinschauen, weil der Himmel ist heller. Und deswegen mache jetzt einen Verlaufsfilter rein, habe ich jetzt hier ausgewählt. Und ganz simpel, einfach ein bisschen Belichtung runter, da kann man dann noch ein bisschen mit rumspielen, mal so minus 1,0. Und dann ziehe ich mir mal so einen Verlaufsfilter hier rein. Ja, ist jetzt so ein bisschen Drama, kann man so ein bisschen hier so noch bisschen schief reinmachen. Da kann ich noch ein bisschen rumspielen, wie mir das gefällt. Ihr seht jetzt hier oben in den Ecken, da kriegt man jetzt eine Vignettierung rein. Das liegt jetzt einfach an dem Objektiv, ne? Das ist ganz normal, wenn man den Kontrast da erhöht. Das machen wir am Schluss dann mit Lightroom auch noch raus. Aber jetzt erstmal das Bild an sich machen. So, und dann hätte ich gerne auch den Vordergrund noch so ein bisschen dunkler, dass man auch vom Vordergrund aus die Leute, den Betrachter noch so ein bisschen auf diesen Vulkankegel drauf schiebt. Das mache ich jetzt gleich hier nochmal wie oben am Himmel. Dann nehme ich mir auch erstmal so einen Verlaufsfilter, einen dunklen und ziehe ihn von unten rein. So. Und ihr seht ja, das ist natürlich ein bisschen viel zu übertrieben, also muss ich jetzt hier von der Helligkeit das so ein bisschen rausnehmen, das nicht zu tief. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, ich nenne das immer Detailrauschen. Ich habe hier viel Struktur im Vordergrund, wo der Betrachter drauf gucken möchte. Und der Betrachter guckt genauso, wie er vom Dunkel ins Helle guckt, guckt er von dem Bereich weniger Struktur bis, guckt er so drüber, bis in den Bereich, wo mehr Struktur im Foto anfängt. Ganz einfach, weil das Auge braucht ja irgendwas, um sich daran festzuhalten. Wenn ich sozusagen die weiße Wand angucke, dann ist es ziemlich langweilig. Und deshalb möchte ich den sozusagen den Betrachter durchs Bild ein bisschen durchführen. Und das mache ich jetzt, indem ich jetzt hier, damit das nicht der Vordergrund nicht so kontrastreich ist, ich mache den ganzen Kontrast raus, nur für den Vordergrund. Seht ihr das? Ne? Jetzt geht der Kontrast hier raus und ich nehme die Klarheit und das ist der größte Fehler, den machen können. Das sehe ich immer bei ganz vielen Landschaftsfotografen, die neu anfangen, ist, dass sie mit der Klarheit vollkommen hier rechts reinballern. So komm, geil, da bringe ich die Datei raus. Ich baller über das ganze Bild erstmal Klarheit. Macht diesen Fehler nicht. Klarheit ist cool. Bei bestimmten Fällen, wenn ihr einen bestimmten Bereich ein bisschen Struktur rausbringen wollt, wenn ihr aber wirklich ins ganze Bild Klarheit reinballert, dann verliert ihr nicht nur Farben, sondern es ist einfach irgendwie so kantig und das sieht nicht gut aus. Deswegen mache ich es jetzt so, weil diese Lava eben schon so viel Struktur hat, dass ich die Klarheit sogar so ein bisschen rausnehme. Seht ihr das nämlich, wenn ich das übertreibe, dann wird das halt hier sehr weich, aber ich will es nicht zu weich haben. Also ein bisschen Klarheit nehme ich jetzt also hier raus. Kontrast habe ich schon ganz negativ. Noch so ein bisschen Helligkeit runter. So, und dann gehe ich hin und weil es hier, ihr seht jetzt, ich habe hier oben die Warnung für die Tiefen und die möchte ich jetzt nicht verlieren. Deswegen gehe ich jetzt hin und mache so ein bisschen die Tiefen nochmal hoch. Ja, seht ihr das, dann kommt das Dunkle auch noch mehr raus, Tiefen ein bisschen hoch, Belichtung ein bisschen runter. Ja, so, bisschen vielleicht noch die Tiefen wieder ein Stückchen zurück, so nicht zu viel. So, genau. Jetzt kann ich mal hingucken, jetzt kann ich das mal ein- und ausblenden. Seht ihr das? Und jetzt habe ich den Betrachter, jetzt hole ich den Betrachter so ein bisschen ab und jetzt stupse ich den hier eben so ein bisschen auf diesen Vulkankegel drauf und sage, hier passiert was im Foto, da guckst du eben hin. Das ist nicht so viel, was jetzt hier passiert ist, nur so ein bisschen, ihr seht jetzt hier so ein bisschen abgedunkelt, dass man eben den Betrachter da drauf schubst auf das Foto. So, dann spiele ich so gerne, jetzt haben wir sozusagen das Licht angepasst. Seht ihr, jetzt haben wir die Lichtstimmung so ein bisschen angepasst. Danach spiele ich ganz gerne mal hier so mit der Saturation rum. Ja, ihr seht ja, wenn ich die Saturation, also die Sättigung mal ganz hoch drehe, dann kann man mal ganz gut sehen, ob das Bild irgendwie so einen Farbstich hat. Dann seht ihr es,
Das Bild ist so ein bisschen blau. Da kann ich jetzt sagen, okay, ich schaue mal, wie es mit einem bisschen Weißabgleich so ein bisschen ins Gelbere aussieht. Was passiert dann im Foto? Ah, hier kann ich jetzt einen kleinen Trick machen. Ich stoppe mir so dieses Weißabgleich-Tool und ich sage jetzt einfach, die Lava, die soll jetzt neutral grau sein. Deswegen haue ich einfach mal das Weißabgleich-Tool auf diese Lava drauf. Und ihr seht jetzt, das ist jetzt zu gelb geworden, ne? Da mache ich jetzt wieder ein bisschen blau zurück. So, war ja auch schon ein bisschen blaue Stunde, bis mir das eben so von der Lichtstimmung so gefällt. Ja. So, das habe ich also jetzt soweit gemacht. Jetzt haben wir natürlich das Problem mit dieser komischen Vignettierung hier oben links und rechts noch. Dafür gehe ich jetzt hier auf die Objektivkorrektur, auf die Lens Corrections in Lightroom. Und jetzt gehe ich hier auf Remove Chromatic Aberrations. Das dürfte jetzt hier nicht so wichtig sein, weil jetzt hier keine krassen Kontraste oder so, keine Ahnung, schwarze Kante gegen hellen Himmel oder sowas gewesen ist. Das mache ich jetzt einfach an. Dann macht er das. Dann gehe ich noch auf Enable Profile Corrections und Marke. Das ist voll der Lightroom-Bug. Ich muss erst auf Sony draufgehen, weil ich kann nicht weiter runter scrollen. Dann kann ich hier unten auch erst Tamron auswählen. Dann weiß ich auch nicht, warum das so ist. So, wähle ich Tamron aus, hat er hier das Objektiv ausgewählt und ich mache es mal an und aus und dann seht ihr, hat er mir auch die Vignettierung hier oben rausgerechnet. Tatsächlich ist es mir meistens ein bisschen zu viel. Ich mag so ein bisschen Vignettierung. Da gehe ich meistens hier so ein Ticken zurück, dass so ein bisschen die Helligkeit zum Rand hin abfällt. So, jetzt ist ja so, jetzt habe ich ja noch das Problem, ich habe hier diese unscharfe Lava-Fontäne noch komplett hier drin. Die möchte ich ja nicht haben. Also das möchte ich ja hier irgendwie weghaben. Das ist nicht so mein Ding. Und ich möchte die ja durch diese coole, scharfe Lava-Fontäne ersetzen. Das Erste, was ich jetzt mache, ich mache einfach mal hier STRG-SHIFT-C. So, ihr seht das jetzt nicht. Ich muss euch kurz hier rüberziehen. So. Und dann kopiere ich komplett alles, was ich auf diesem einen Foto gemacht habe. Das nehme ich jetzt, kopiere das. Dann mache ich auf dem nächsten Foto STRG-SHIFT-V und jetzt fügt er mir das ein. Da seht ihr erst nicht viel, ne, aber er hat jetzt alle Einstellungen hier kopiert. Ne, ihr seht es auch hier mit Verlaufsfiltern. Die sind jetzt hier auch alle drinne. Es macht natürlich jetzt hier von der Bildhelligkeit absolut keinen Sinn. Das ist ja klar, aber das ändere ich jetzt. Indem ich jetzt hier auf die Grundeinstellungen, Belichtung und sowas zurückgehe. Und da ziehe ich jetzt mal hier die Belichtung raus. Und seht ihr das? Ich kann also aus dieser Aufnahme, wo hier die Lava scharf, sag ich mal, kurz belichtet ist, kann ich das Bild hier rausziehen. So. Und jetzt ist der ganze Trick. Ich gucke mir mal das Histogramm von der ersten Belichtung an. Das sieht jetzt so aus. Und jetzt möchte ich sozusagen hier über diesen Belichtungsslider, möchte ich jetzt, dass die beiden Histogramme gleich aussehen. So, das, ne, also die, seht ihr jetzt? So. Bin ich hier einen Ticken zu dunkel bei der zweiten Aufnahme, dann kann ich auch mal hier das manuell eintippen. Also 8,0. So. Und jetzt ist wirklich der Trick, die beiden Histogramme von diesem ja, einfachen HDR jetzt hier anzugleichen, dass sie fast gleich sind. Seht ihr das? Jetzt haben wir die gleiche Belichtung, aber, und ich zeige euch, warum wir das jetzt überhaupt gemacht haben. Ich gehe jetzt mal hier auf 100%. So sehen die Tiefen aus bei der Aufnahme. Ne? Also hier überall Rauschen drinne und bei der anderen Aufnahme. Das ist von dem anderen Foto. Da ist das hier eben einfach clean. Bisschen, wenn man jetzt hier von diesem Hitzeflimmern absieht, da seht ihr jetzt diese Unschärfen. Das ist hier das Hitzeflimmern. Hier vorne ist es scharf, dann wird es irgendwie unscharf. Und am Kegel ist es dann wiederum scharf. Das ist also das Hitzeflimmern. Aber ihr seht einfach, hier die Tiefen, die rauschen einfach deutlich weniger. Seht ihr das hier? Ne? Das ist hier viel verrauschter, als es in der Aufnahme ist. Und das ist jetzt so der Hauptunterschied. Ich arbeite übrigens gerne auf so einer ganz kleinen Ansicht von meinem Foto, wenn ich das bearbeite, wenn ich so die Farben und das Licht anpasse, weil dann habe ich immer so das Gefühl, dass ich das ganze Bild überblicke. Also wenn ich so eine, nicht mal so, das ist mir auf diesem, das klingt so doof, auf diesem 2K-Monitor oder auf der Größe von diesem 27-Zoll-Monitor ist mir das Bild jetzt zu groß gerade, so für meine Perspektive. Ich will das immer kleiner, weil so kann ich das ganze Bild irgendwie auf einen Blick erfassen und kann genau sehen, was an den Farben und Lichtern nicht stimmt. Genau.
Jetzt habe ich also diese beiden Aufnahmen angepasst. Jetzt ist hier diese Lavafontäne noch zu hell, wie ihr sehen könnt, ne? Ich habe jetzt zwar diese Highlights angepasst, ja, aber die Lavafontäne, die ist hier einfach noch irgendwie so ein Ticken zu hell. Und deswegen schnappe ich mir jetzt mal, gehe ich jetzt auch mal hier auf Fit und schnappe mir mal so ein, noch ein bisschen mehr, was können wir hier mal machen? So mal 50%, genau. Ja, jetzt kann man auch wieder sehen, dieses Hitzeflimmern, wie unscharf das ist, aber ich schnappe mir jetzt hier nochmal so ein Pinsel und dann probiere ich aus, indem ich hier nochmal ein bisschen die Highlights runternehme. Ja, also ich möchte jetzt diese Lavafontäne hier noch ein bisschen retten, also die Lichter so ein bisschen zurückholen, dass es noch ein bisschen nicht so weiß, sondern vielleicht ein bisschen mehr gelb oder rot ist, so wie es in echt gewesen ist. Die Kamera konnte diese Unmenge an rotem Licht, die aus dieser Fontäne rauskommt, ist eigentlich gar nicht richtig erkennen. Also machen wir die Highlights so ein bisschen zurück. Dann noch die Whites, um die Lichter so ein bisschen einfach hier zurückzubekommen, ein bisschen Exposure. Und jetzt gehe ich her, jetzt nehme ich mal, mache ich hier so die Deckkraft von dem Pinsel runter und ich will das jetzt so ein bisschen hier reinzeichnen. Einfach, ne, ihr seht, ich will jetzt nicht viel verfälschen, sondern ich will einfach nur die Informationen sozusagen hier so ein bisschen zurückbekommen in dieser Lavafontäne. Mal gucken, was man da so machen kann. Jetzt male ich eben so ein paar Mal noch mit diesem Pinsel hier rüber. Ja, es ist nicht viel, was man hier noch zurückbekommt, aber so ein bisschen, seht ihr, kann man eben hier, seht ihr, hier geht das Weiß so ein bisschen weg und ich kriege hier eben so ein bisschen mehr dieses Orange-Rot hier wieder raus. Das war also die Idee, die ich jetzt noch hatte. So, jetzt habe ich also diese beiden Fotos gemacht, bearbeitet. Und ja, jetzt muss ich die natürlich auch noch zusammenbekommen in ein Foto. Dafür markiere ich mir die jetzt beide in Lightroom. Dann gebe ich hier oben auf Foto, dann bearbeiten in. Und dann kann ich jetzt Lightroom direkt in Photoshop verlinken. Und dann gehe ich jetzt unten auf Open as Layers in Photoshop. Also als Ebene einfach in Photoshop das Ganze öffnen, damit ich das jetzt eben diese beiden Fotos jetzt hier in Photoshop zusammenlegen kann. So, genau. Wie seht ihr, jetzt lädt er hier ein bisschen rum in Photoshop und jetzt habe ich gleich diese beiden Aufnahmen hier hinten drin. So. Jetzt natürlich der Punkt, ihr seht jetzt, ne, dass es war recht windig an diesem Tag, deswegen, wenn man so ein bisschen mehr Brennweite fotografiert, da hat man eigentlich gar keine Chance, dass man das hier eben, wenn man die Kamera noch einstellt, eben perfekt deckungsgleich hat. Deswegen schnappe ich mir jetzt hier beide Fotos, markiere mir die hier, einfach indem ich Steuerung halte. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist die halt eben wieder deckungsgleich zu machen. Da gehe ich jetzt hier auf Bearbeiten, Auto-Align Layers, automatisches Ausrichten von den Ebenen. So, da ist das zugehörige Fenster, einfach automatisch lassen. Und das geht jetzt rucki-zucki. So. Jetzt seht ihr, jetzt hat er hier, hat nach sag's Photoshop mir diese beiden Bilder hier überlagert. Aber ihr könnt auch sehen, ich habe jetzt hier so einen doofen Rand aus den beiden Aufnahmen. Und so. Genau, jetzt ist der Trick. Und zwar müsst ihr jetzt darauf achten. Ich zeige jetzt, was das Problem ist. Wenn ihr das jetzt hier überlagert habt, dann seht ihr, dann kriegt ihr natürlich oder bekommt ihr natürlich hier links so einen Rand hier. So, natürlich von der Überlagerung, ne? Und da seht ihr jetzt nochmal den Unterschied im Rauschen, dass hier die untere Ebene, also das ist hier die verrauschte Ebene und die obere, die eben die ohne Rauschen, weshalb man diese zwei Aufnahmen gemacht hat. Und jetzt ist der Trick, das Ganze hier zuzuschneiden auf, ne, ich blende die untere Ebene aus und dann schneide ich das eben zu auf die Ebene mit wenig Rauschen. Das ist natürlich, wo sozusagen, wo wir den Hintergrund hernehmen wollen. Also schnappe ich mir oben hier das Crop-Tool. Kann ich auch über C machen. So, dann zoome ich wieder rein und mit Steuerung Plus und möchte mir das jetzt hier eben einmal anpassen. So. Gucke ich mal, ob das alles passt. Na, hier oben links in der Ecke passt nicht. Dass ich eben so, dass ich eben den unbenutzten Rand wegschneide. So, danke fürs Rumspinnen, Photoshop. Genau. Ja, und hier rechts noch so ein bisschen. Ah, kriegt man aber nicht so genau hin. Na,
Seht ihr das? Das backt hier immer rum. So, genau, dann schneiden wir es einmal zu. Und jetzt haben wir eben den passenden Bildausschnitt. Ihr seht jetzt das andere Foto, das hätte ich jetzt eigentlich auch noch croppen müssen. Das ist aber nicht so wichtig, denn ich möchte aus diesem Foto ja sowieso nur hier diese Lavafontäne tatsächlich überblenden. Und da mache ich jetzt auch nichts anderes. Das ist jetzt wirklich hier ein ganz, ganz einfacher Trick. Da muss man nicht so viel Photoshop können. Ich schnappe mir jetzt einfach hier auf der oberen Ebene, mache ich eine Maske hin. Ich wollte jetzt gar nicht so viel mit Luminosity Masking oder zeigen, weil dafür ist die Zeit zu kurz. Das ist zu kompliziert, so das da einfach einzusteigen. So, jetzt schnappe ich mir hier einen Pinsel mit Schwarz, einfach hier oben auf der Ebene Maske, weicher Pinsel und jetzt einfach Trick 17. So, und jetzt habe ich mir einfach diese Lavafontäne mal hier rüber geholt. Hier oben war auch noch so ein bisschen Lavafontäne. So. Nee, oder auch nicht. Zurück. So. Und jetzt seht ihr, jetzt habe ich halt einfach ups, mir diese Lavafontäne hier einmal rüber gemalt in das Foto. Jetzt müssen wir mal gucken wegen dem Rauschen. Das Problem ist ja, dass das untere Foto mehr gerauscht hat als das andere. Das kann man jetzt ja auch hier sehen, wenn ich hier ranzoome. Dann sieht man jetzt, wo ich das jetzt hier überblendet habe. Da habe ich jetzt hier mehr Rauschen in dem Bereich, wo es überblendet ist, als nebendran. Das Problem lösen wir jetzt einfach, indem ich mir jetzt hier die untere Ebene schnappe. Dann gehe ich auf Filter und ich benutze hier das Neat Image Plugin. Das ist immer noch, ich habe das jetzt letztens mit Topaz Lab verglichen. Ganz wichtig, ich mache das Rauschen übrigens immer als erstes raus. Das ist eigentlich immer, wenn ihr belagert habt, die Fotos immer erst das Rauschen rausmachen und dann erst die Bildbearbeitung. Erst Rauschen raus, danach Bildbearbeitung. Erst sozusagen die Information clean machen, weil die ganzen komischen Bildbearbeitungsfilter, die verändern ja auch das Rauschprofil, was ihr dann in diesem Bild drinne habt. Und dann kann man das Rauschen nicht mehr so gut entfernen. Deswegen erst Rauschen raus und dann bearbeiten. Und jetzt suche ich mir für dieses Neat Image so eine Referenzfläche. Könnt ihr euch angucken, wie das funktioniert. Mache hier so ein Auto Profile. Ich habe mich jetzt nicht so genau damit auseinandergesetzt, Auto Fine Tune Apply. Könnt ihr euch angucken, ist ein super Tool für ein Rauschen. Topaz Lab oder Neat Image, ich habe mich für Neat Image entschieden und benutze das weiterhin, weil dieses Topaz Lab, das kennt ihr, das macht immer, die machen immer diese Werbung eben für dieses AI-Entrauschen vom Bild. Und jetzt seht ihr das, jetzt blende ich hier oben, jetzt ist hier, ich mache mal Steuerung Z. Also das ist jetzt, so, warte. Hier, so das war jetzt das verrauschte Foto. Boah, ich gehe mal einen Schritt nach vorwärts. So. So, und das ist das entrauschte Foto. Seht ihr, das hat jetzt hier das Rauschen rausgemacht. Und wenn ich jetzt das obere Bild wieder einblende, dann seht ihr jetzt, fällt nicht wirklich auf, dass jetzt hier ein anderes Rauschmuster drin ist an dieser Fontäne mit der Lava. So, jetzt haben wir also diese beiden Bilder mal einfach überblendet und ich habe euch so ein bisschen den Workflow dazu gezeigt. So, und ja, jetzt würde ich jetzt, kann ich hier den Trick machen, wenn ich jetzt, ich habe jetzt hier nicht viel daran gemacht, ich würde jetzt hier destruktiv arbeiten, das einfach beides übereinander legen, aber mit Alt, Steuerung, Shift, was war das? Copy? Nein, E. Genau, mit Steuerung, Alt, Shift und E. Dann habe ich jetzt eine neue Ebene gemacht. Hier könnt ihr sehen, diese obere. Das ist jetzt eine Kopie von allen anderen Ebenen, die offen sind. Also ihr nehmt quasi das, was ihr sozusagen in der Mitte seht, macht da eine Kopie von. Und jetzt kann ich einfach hier oben auf dieser Ebene weiterarbeiten. Und wenn ich da irgendwas falsch mache, ich möchte wieder zurückgehen oder sonst was, dann habe ich eben grundlegend unten die anderen Arbeitsschritte nochmal drunter liegen. Das ist so ein kleiner Trick. So arbeite ich dann die meiste Zeit. Jetzt arbeite ich eben auf diesem Arbeitsschritt wieder weiter. Gibt hinterher ganz große Dateien, aber so ist das immer, wenn man mit mehreren Sachen arbeitet. Jetzt hat mich das so ein bisschen gestört hier einfach, weil in echt war das einfach so, die Kamera, die konnte dieses Weiß, diesen krassen Rotkontrast, konnte die Kamera einfach nicht handeln. Und jetzt habe ich als Naturfotograf so, da ist so, ne, ich würde das jetzt einfach hier ausgleichen. Dann mache ich jetzt so einen kleinen Trick. Ich mache mir jetzt hier eine ganz neue Ebene. Hier oben eine neue Ebene auf. Und schnapp mir jetzt hier oben links den Nachsatz, dieses Farbprobe-Ding. Und damit schnapp ich mir jetzt mal so einen brauchbaren Farbton hier von der Lava. So. Jetzt habe ich also sozusagen die Probe genommen, hier so irgendwo in der Lava. Das ist also so die Farbe, die diese Lava hat.
Die habe ich mir jetzt hier mal geschnappt. Ich mache die jetzt so ein bisschen gelblicher, weil das in der Mitte, die Lava da immer so ein Ticken gelber als außenrum. Da ziehe ich diesen gleichen Farbton jetzt hoch ins Gelbe. Zoom ein bisschen raus. Aber ich nicht ganz so viel grünlich, eher so ein bisschen ins Orangen, auch so. Und jetzt sieht das erstmal doof aus. Jetzt male ich einfach mal mit dem Pinsel auf diese leere Ebene drauf, einfach mit diesem gelben Farbton, ne, hier so drüber. Achtung, wie gesagt, sieht jetzt doof aus. Dann ist mir die Helligkeit noch ein bisschen zu gering. Ich mache die noch ein bisschen heller, den Farbton, ne, hier so ein bisschen drüber. So, sieht jetzt erstmal doof aus, ändern wir jetzt aber gleich. Und jetzt gehe ich hier, schiebe ich diese Ebene drunter, unter diese Vulkanebene. Unten drunter ist jetzt dieser Farbklecks. Und jetzt gehe ich auf den Ebenenmodus. Und so, jetzt muss ich gucken, welcher das war. Overlay, Soft Light, Hard Light. Muss ich gucken, irgendwie, warte, Soft Light. Ich glaube, Darken, wo ist denn Darken? Hier. Genau, ich nehme jetzt hier Darken und ihr seht jetzt, was passiert, ne? Tada, ein ganz, ganz kleiner Trick. Wenn ihr ganz kleine ausgebrannte Bereiche im Foto habt, guckt, überlegt euch, welcher Farbton war da jetzt drinne und dann sucht ihn euch raus. Dort, was ihr eben nicht gemacht habt mit der Pipette, sucht euch ihn irgendwo aus dem Bild raus und dann malt ihr einfach einen Farbklecks auf die untere Ebene drunter und ihr seht jetzt, was passiert ist. Das ist der Farbklecks und indem ich jetzt hier die obere Ebenen hier auf Darken gestellt habe, kann ich das jetzt hier eben überlagern. Jetzt hätte ich gerne auch so ein Ticken mehr Gelb, glaube ich, hier drinne. Ein bisschen, dass es noch so ein bisschen gelber ist in der Mitte. Da gehe ich mal hoch. Aber so ein intensiveres Gelb schnappe ich mir noch. Mache ich mir so einen kleineren Pinsel. Mache nicht ganz hohe Deckkraft. Und dann male ich da mal so ein bisschen mit diesem Gelb. Aber ihr müsst gucken, auf dieser unteren Ebene, jetzt hier so ein bisschen noch hier in diese Lava so rein, ne, dass man hier so ein bisschen noch mal so noch mal ein bisschen intensiveres Gelb. So. Ja, vielleicht ein bisschen Orange noch außen rum. So. Dann kann ich jetzt hier so ein bisschen noch reinmalen. Das kann man, ist ein bisschen Geschmackssache. Ich kann die Deckkraft von der unteren Ebene auch noch verändern. Da kann ich das hier so ein bisschen reinmachen. Ne? Und ihr seht, jetzt kann ich das eben so, jetzt habe ich die Deckkraft mal auf so 50% gemacht. Jetzt habe ich das hier, finde ich, ganz, ganz gut ausgeglichen. Ne? Ihr könnt ja sehen, das sieht man jetzt nicht wirklich, dass hier was gemacht wurde. Ich blende das mal aus. Ne? Eben hier Lichter ausgefressen und jetzt hier eben die Lichter korrigiert. Sieht also aus wie original. Außer halt den Nachteil sozusagen von der Kamera wieder ausgeglichen. So, jetzt mache ich das gleiche wie eben. Ich mache Steuerung Alt Shift E und kriege jetzt hier so eine kopierte Ebene, die jetzt eben das Endergebnis aus all den anderen ist. Die kann ich jetzt hier auch ausblenden. So, und jetzt will ich so ein bisschen Kontrast noch reinbringen und ich arbeite auch mit Luminar. Und zwar gehe ich jetzt mal hier oben auf meine Plugins, nein, sorry, auf Filter. Und da habe ich hier unten Skylum Software drin. Ihr seht jetzt, ich benutze auch die Nik Collection. Neat Image habe ich hier also meine ganzen Plugins. Und ich gehe jetzt mal hier auf Luminar AI und dann macht ihr jetzt nichts anderes, als dass er mir jetzt eben in dieses Foto einmal in Luminar AI öffnet. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, dass ich jetzt hier auf die Luminar AI Filter zurückgreifen kann. So, das macht er jetzt auf dem linken Bildschirm auf. Ich ziehe es gerade mal rüber. So, komm mal her. So, ihr seht, jetzt bin ich mit dem gleichen Foto, was eigentlich noch als eben in Photoshop aufgemacht ist, in der Luminar AI drin. Ich mache jetzt natürlich keinen, ich könnte das jetzt mal aus Spaß und Superzelle reinbauen von meinem Himmel, aber nein, das ist nicht der Zweck davon, sondern ich finde, Luminar AI hat echt einige coole AI, wie der Name sagt, Kontrastverbesserungsfilter und sonst was eingebaut. Und die finde ich, die nehme ich als Plugin immer in Photoshop. Ich nehme es nicht als Standalone-Software, weil ich eben noch, wie gesehen habe, Neat Image, Lightroom, ich möchte von allen so ein paar gute Sachen benutzen, die ich eben brauche. Und daher Luminar als Plugin jetzt für Photoshop. Aber ich kann es sehr empfehlen. Hat echt einige coole Filter als Plugin. Unschlagbar. Ich gehe mal hier oben auf Bearbeiten drauf. Und jetzt kann ich eben sehen, hier sind diese ganzen AI-Tools. Das ist wirklich nur what you see is what you get. Ja, dann kann ich jetzt mal hier auf AI Accent gehen. Und da seht ihr jetzt auch gleich, was passiert.
Also das ist hier wirklich ein neuronales Netzwerk, was jetzt, es ist jetzt kein normaler Filter, sondern ihr seht, er erkennt die Bildinhalte und der erkennt zum Beispiel, dass mein Vordergrund sehr dunkel ist und will den jetzt hier aufhellen. Ja, das will ich natürlich nicht, ich habe den ja extra dunkel gemacht, aber ich kann so ein bisschen, kann ich hier eben rumspielen. Das ist schon ein ganz cooles Tool eben, das verbessert das ganze Foto so ein bisschen, ne? Könnt ihr so nicht übertreiben, die Filter sind immer sehr stark. Dann gibt es hier so ein Structure AI. Da gehe ich jetzt drauf und da könnt ihr jetzt sehen, da bringt er jetzt hier, das ist natürlich wie Klarheit in Photoshop, ne, das will ich jetzt hier auch nicht übertreiben, da würde ich jetzt hier die ganzen Strukturen rausbringen. Also ihr seht, da gibt es ziemlich viele coole Filter, die eben hier zur Verfügung stehen, aber ich will es jetzt nicht übertreiben, ich mache so ein bisschen Struktur, mache ich jetzt hier rein. Das Boost ist eben so, ja, nochmal hier so die Art und Weise verstärken, aber ganz mit Vorsicht genießen, die Filter sind alle sehr stark eingestellt, also hier nur wirklich minimal die Regler benutzen. So, ich gehe mal hier auf Landscape drauf. Da gibt es noch so ein paar coole Sachen. Golden Hour, das ist nur eine Spielerei. Ne? Da kann ich jetzt hier, ihr seht, das macht jetzt hier vor allen Dingen die Wärme. Also das ist einfach nur ein Filter, das heißt jetzt hier Golden Hour, aber das holt jetzt hier eben so ein bisschen die warmen Farbtöne noch raus. Da mache ich so ein bisschen was rein, dass es ein bisschen wärmer wird. So. Hier gibt es noch die ganzen Creative-Sachen, die braucht man jetzt eben nicht. Und hier oben habe ich eben diese Essential Tools, eben einfach einige coole Tools, die ich benutzen kann. So, Structure, ich gehe nochmal hier auf Enhance, genau. Brauche ich noch irgendein Tool? Ich gehe mal hier auf den Super Kontrast drauf. Super Kontrast ist nämlich auch ein geiles Tool. Und das ist jetzt, wie ihr sehen könnt, Highlight Contrast, Midtone Contrast. Midtones Contrast, Shadows Contrast. Ihr seht jetzt hier, wenn ich das jetzt mache, er greift jetzt hier eben, wie der Name schon sagt, nur bestimmte Bereiche im Foto an. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte jetzt nur die Midtones, das ist immer, das ist ein Begriff Magic Midtones, ist immer hier ganz wichtig, die in den mittleren Lichtern, also in den mittleren Helligkeitsstufen vom Histogramm eben hier den Kontrast ein bisschen zu erhöhen. Shadow Contrast. Ah, seht ihr es da, dann bringt er mir die Tiefen auch wieder raus. Das möchte ich aber nicht, deswegen lasse ich hier mal die Finger von. Ja, Highlight Contrast kann man auch mal reingucken. Macht das, ja, sieht er, macht das sogar ein bisschen dunkler oben. Das ist jetzt ganz cool. Kann ich noch ein bisschen den Effekt hier reinmachen. So. Genau, und jetzt geht dann oben rechts einfach auf Apply gehen. Jetzt macht er Exporting. Und dann bin ich auch gleich wieder mit dem, was ich jetzt in Luminar gemacht habe, zurück in meinem Photoshop. Genau. So, ihr seht jetzt, ne, das ist von davor. So, ja, das war davor. Und das hat mir jetzt die Lumina AI da reingemacht. Und jetzt blende ich das nochmal aus. So, ich hätte jetzt gerne nochmal Einstellung E eine Kopie davon. So, ich habe mich vergessen zu sagen, er nimmt einfach die oberste Ebene und macht eine Veränderung dann drauf. Das wollte ich jetzt nicht. Deswegen, ich habe jetzt nochmal eine Sicherheitskopie davon gemacht. Das war die ursprüngliche und das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Und jetzt kann ich eben nochmal sagen, okay, wo hätte ich gerne Kontrast? Wo ist mir das zu viel Kontrast? Und da kann ich jetzt eben einfach sagen, ich mache hier oben nochmal eine Ebenenmaske drauf. Steuerung I, um die kurz zu invertieren. Das ist halt eine schwarze Maske. Jetzt muss ich sozusagen mit Weiß drauf malen, dass ich jetzt hier eben den unteren, dass das Durchkommen sehe. Da machen die Deckkraft ein bisschen runter. Und jetzt male ich damit wirklich einfach nur in die Bereiche rein, wo ich jetzt sage, okay, da hätte ich jetzt gern diesen Effekt, den ich gerade gemacht habe, den möchte ich nicht überall gleich haben. Ihr seht also, so könnt ihr diese coolen Filter von Lumina zum Beispiel benutzen, da alle eure Filter, die ihr möchtet, und könnt ihr danach eben mit Ebenen einfach nur in die Bereiche reinpinseln vom Foto, wo ihr jetzt wirklich wollt, dass das jetzt so wirkt. Und das ist jetzt eben dieser mittlere Bereich am Vulkan und oben am Himmel fand ich es cool. Da wollte ich jetzt also diesen Kontrast drauf haben, aber eben nicht so im Vordergrund. Da sollte der Fokus nicht so liegen. Genau. Ihr seht jetzt, das ist also die finale Aufnahme, die wir daraus gemacht haben, so als fertiges, wodurch habe jetzt euch also einige Techniken gezeigt. Ich gucke jetzt gerade mal kurz hier oben in die Questions rein. Genau, Benjamin hat mich gerade gefragt, das ist ganz lustig, warum ich die Bilder nicht größer machen, Leute. Und ich habe es gerade gesagt, solange ich wirklich so nur hingehe und ich möchte nur Farben
Helligkeit etc. anpassen. Dann gehe ich wirklich her und gucke mir das Bild in kleiner, weil so kann ich den Gesamteindruck der Helligkeit und der Farben auf ein Ding erfassen. Wenn ich jetzt hingehen würde, was bei dem Foto, können wir das würde jetzt im nächsten Schritt erfolgen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen rauslöschen möchte, dann gucke ich mir das Foto natürlich größer an. Aber so jetzt lasse ich das erstmal so. So. Genau, T für Tamron kann ich drücken, das ist natürlich auch ein guter Tipp, Kenny. Ich kann die anderen Applikative kann ich rauswerfen. Ja, ihr seht also, ich stelle in meiner Software immer nur das an, was ich wirklich brauche. Ja, es gibt irgendwie eine Aufzeichnung. Bobby hat mir das vorhin schon gesagt von BenQ. Also irgendwo gibt es eine Aufzeichnung, die bekommt ihr dann, glaube ich, auch, soweit ich das weiß. Genau. Ihr könnt jetzt übrigens gerne noch mehr Fragen hier reinhauen. So. Dann lösche ich schon mal ein bisschen was raus. So, genau, ich danke euch für die Tipps. Steuerung drücken beim Crop Tool in Photoshop. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Also ich weiß auch nicht alles. Weiß immer nur so das, was ich brauche. So. Ich bin gemutet? Nein. So, ich bin nicht gemutet. Genau, Bastian, ich schalte mich mal dazu. Ja, vielen Dank, dass Genau. du uns Warte, ich höre mitgenommen dich. hast. Warte, ich höre dich nicht. Ah, So, du hörst mich noch jetzt. nicht. Ja. Vielen Dank, dass du uns Jetzt. mitgenommen hast bei der Bildbearbeitung. Ich hätte ein bisschen Nee. weitergemacht. Du musst noch. Also ich hätte jetzt schon mal wegen Fragen. Also alles gut, du kannst. Ich sag schon, ich beende es schon, ich sag schon Bescheid. Nee, ich wollte einfach nur die Fragen nochmal stellen, also damit du dir jetzt nicht selber raussuchen musst. Achso, ich habe die Fragen hier alle offen. Okay, ja gut. Also alles im Griff. Du kannst genießen und zuhören, Bobby. Okay, alles klar, Ich perfekt. melde mich. Ne? Alles klar, Super, danke bis dann. dir. So. Ich will einfach mal kurz ein bisschen reingucken. So. Ines, das kommt darauf an, was du machen möchtest in der Bildbearbeitung, ob ich jetzt Photoshop mit Lumina kombinieren möchte. Photoshop ist mächtiger, das ist ganz klar. Aber das ist so die Frage, du wirst, wenn du mit Fotografie anfängst, erst so ein bisschen RAW-Bearbeitung anfängst, dann wirst du 99,9% von all dem, was du in Photoshop machen kannst, niemals benutzen. Dafür finde ich dann also Luminar wieder cooler, weil es gerade für die ersten Schritte in der RAW-Bearbeitung einen sehr guten und intuitiven Einstieg gibt. Deshalb, Photoshop ist echt kompliziert, da muss man ein bisschen mehr reinfuchsen. So für den Anfang würde ich empfehlen Luminar. Finde ich besser als Lightroom, muss ich sagen. Wenn ich jetzt ein bisschen bearbeiten möchte, also all das, was ich jetzt in Lightroom gemacht habe, das kann ich auch in Luminar machen. Also müsst ihr wissen, Luminar kann mehr als Lightroom, aber deutlich weniger als Photoshop. Ich bin gemutet, warum ich? Ach so, warte, warte, sorry, ich bin die ganze Zeit gemutet, warum ich gemutet? Nee, wir hören dich super, Bastian. Warte. Nee, irgendwie bin ich jetzt immer noch gemutet. Bastian, wir hören dich. Du bist nicht gemutet. Ich bin nicht gemutet. Nein, wir hören dich. Okay, weil hier steht irgendwie jetzt, hier das Ding zeigt mir an, ich bin gemutet. Okay, alles klar. Nee. Okay, dann bin ich nicht gemutet, alles Also klar. steht auch im Chat. Alles gut. Okay, weil das Ding, das zeigt mir jetzt hier gerade an, ich wäre gemutet, so als Warnung hier. Aber okay, warum auch mal. Okay, alles klar. Nee, dann passt das soweit. Genau, also wie gesagt, Lumina ist cool, wenn ihr mehr machen wollt als Lightroom. Für die Bildbearbeitung habt ihr so roundabout alles, was ihr braucht. Photoshop ist, wenn ihr dann wirklich so ein bisschen ins Detail reinmacht. Genau, das ist so der Unterschied. Ja, jetzt wollte ich noch so ein bisschen zeigen. Aber ich habe euch ganz fertig. Und noch eine Sache wollte ich dir zeigen. So, Alt, Steuerung, Shift, E. Ich mache mir einmal eine komplett neue Ebene. So, mache mir eine komplett neue Ebene. Jetzt, da ist sie. So. Genau. Das ist jetzt hier also einmal meine komplett neue Ebene und ich habe das schon, kam auch schon die Frage, mache ich jetzt hier Leute raus aus meinem Foto oder mache ich die Leute nicht raus? Hier sind so Aufbauten, so hier, das ist irgendwas von den Geologen gewesen. Da schnappe ich mir jetzt mit J, schnappe ich mir hier, das ist dieses Patch-Tool.
Es gibt da verschiedene Sachen. Also ich kann empfehlen, dieses Spot Healing Tool, also diese Datei, das ist so, ne, dieses runde Ding, was halt bestimmte Sachen rauslöscht. Und das ist ganz gut für so kleine Sachen. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf diese Lava drauf zugreifen, ich möchte zum Beispiel hier diesen, das, was da so rumfliegt, das möchte ich jetzt rauslöschen, dann kann ich das mit diesem Spot Healing Tool ganz einfach machen. Wenn ich aber so ein bisschen kompliziertere Strukturen habe, dann nehme ich dieses Patch Tool und dann zeichne ich das hier so außen rum. Und dann seht ihr, jetzt kann ich sozusagen die Vorlage nehmen. Jetzt kann ich also sagen, okay, ich hätte gerne diesen Bereich hier vom Berg und dann kann ich das, seht ihr, genau hier einfügen und dann macht ihr mir das clean hier rein. Und das ist der Unterschied. Also dieses Patch-Tool ist bei komplizierteren Strukturen so eine Art Kombination aus Klonen und aus Verbessern. Also da kann man deutlich mehr mitmachen. Ja, zum Beispiel diese Schneefläche und ich jetzt hier als Eyecatcher so ein bisschen hier rauslöschen möchte. Dann kann ich damit eben viel, viel arbeiten. Aber insgesamt muss man in dem Foto jetzt hier nicht wirklich irgendwas aufräumen, weil da war halt einfach nichts in der Landschaft, was irgendwie rumgestanden ist. Aber das kann man eben ein bisschen besser da machen. Herr Thomas, ich hatte am Anfang eigentlich was im Bildschirm gesagt, aber ich kann es nochmal sagen. Das, auf dem ich jetzt hier gearbeitet habe, das ist der BenQ SW270C. Was war, ich habe es so, 271C auf jeden Fall, das ist der 2K-Monitor. Ich kann die Nummern wechsle auch immer in meinem Kopf. Das ist der 2K-Monitor, hier auch mit Farbichtheit natürlich und allem. Ziemlich cooles Ding, so vom Setup her. Ich kann es mit der Webcam zeigen. So, genau, da kann man das Setup noch ein bisschen mehr sehen. Also ich habe, wie gesagt, ich habe mir so einen clean Monitorstand geholt, der mir die beiden hochhält, damit ich hier den Schreibtisch eben schön frei habe. Genau. Das ist so der Bildaufbau. Und wie ihr sehen könnt, ich habe die auch recht hoch gehängt. Also ich gucke gerne beim Bildbearbeiten so gerade drauf auf dem Bildschirm, dass ich eben nicht so einen steifen Nacken bekomme. Benjamin fragt, dass er sagt, dass er seine Bilder hinterher oft unrealistisch findet nach dem Bearbeiten. Ja, das ist durchaus möglich. Ich kann ja mal kurz gucken oder mal zeigen. Also wie es am Anfang war. Also das war ja sozusagen am Anfang, ne? Und das ist jetzt, was wir da bearbeitet haben. Also ich habe jetzt ein bisschen was gemacht, aber ich habe auch nicht zu viel gemacht. Und ich kann dir da den Tipp geben, Benjamin, wenn du denkst, dass es zu unrealistisch ist, die Fotos, dann sind es eigentlich meistens so drei Faktoren. Zu viel Klarheit, zu viel Farbsättigung oder zu viel Kontrast. Die wichtigste Regel, ich öffne mal hier kurz das Histogramm, da kann man das nochmal sehen. So, ich weiß nicht, was er jetzt hier als überbelichtet drin hat. So, das ist auf jeden Fall mal das Histogramm. Und die wichtigste Regel ist eigentlich so für die Bildbearbeitung, ich gehe mal auf Lightroom, da kann man es besser sehen. So, das ist das Histogramm. Damit es nicht unrealistisch aussieht, gibt es da zwei ganz einfache Regeln. Nichts Schwarzes und nichts Weißes im Bild zu haben. Also reines Schwarz, reines Weiß, ne? Wenn ich zum Beispiel jetzt hierher gehe, würde ich knall mal den Kontrast richtig rein in dieses Foto. Seht ihr das? Am besten noch so ein bisschen mehr. So, nur richtig den Kontrast richtig rein. Dann sieht das immer kacke aus. Dann versinken die Tiefen immer so sehr. Und da hilft es dann eben, wenn man sich in diese Regel hält, dass man immer das Histogramm oben schön anguckt. Und wenn man hier den Kontrast sieht, oh, ich mache jetzt den Kontrast rein und ah, das unterbelichtet jetzt und hier gehen oben diese Warnungen an in der Ecke. Dann ist das eben zu krass bearbeitet. Andreas, nee, ich schärfe die Bilder in Lightroom gar nicht. Hier an den Details habe ich gar nichts gemacht gehabt. Das, okay, ich habe es auch nicht rausgedreht gehabt. Normalerweise mache ich hier in Lightroom gar nichts. Schärfen tue ich erst, wenn ich fertig bin mit der Bearbeitung. Alles, was man sozusagen so an Schärfen und Rauschen, also Rauschen zuerst rausmachen. Dann die ganze Bearbeitung und erst wenn du mit allem fertig bist, dann schärfst du es. Deswegen schärfe ich auch nichts in Lightroom, weil ich dann eben irgendwas da reinbekomme, was ich möchte. So. Genau, ansonsten sind jetzt auch, glaube ich, keine weiteren Fragen mehr. Dann darf ich Bobby noch jetzt doch noch einladen. Dann wieder etwas zu sagen, falls ihr das noch möchte. Ja. Jetzt bist du aber, glaube ich.
Jetzt bist du, glaube ich, gemutet. Man hört dich nämlich jetzt nicht, Bobby. Okay, jetzt hört man mich Jetzt wahrscheinlich, ne? hört man Ja, dich. Wunderbar, ja. perfekt. Genau, ich glaube, du hast schon die meisten Fragen beantwortet. Wir hatten noch am Anfang, wie nah wart ihr am Lava zum Beispiel? Vielleicht Ja, kannst du dazu was sagen. so an der fließenden Lava 1,5 Meter. Ich kann das ja auch noch mal hier zeigen. Ich habe das ja hier. Island. 4, 3, 4. So. Da ist das irgendwo drin, das Video. Ich suche es kurz raus. Du kannst schon mal weiter sprechen, wenn du möchtest. Ich suche nur Okay. kurz das Video. Ja, sonst hatten wir noch, behältst du alle Bilder oder löschst du bei der ersten Sitzung? Nö, ich behalte, wie gesagt, alle Fotos und genau das lasse ich soweit. Und ich kaufe mir lieber eine größere Festplatte, das ist immer einfacher. Warum sehe ich denn hier? Okay. Ja, sonst haben wir noch, warum erkennt Lightroom dein Objektiv nicht automatisch? Warum erkennt Lightroom mein Objektiv nicht automatisch? Weil ich das deaktiviert habe. Weil ich oftmals irgendwelche Sachen damit machen möchte, dann möchte ich gar nicht Leute mir reinfuschen. Der nächste Punkt ist, weil ich nicht so einen schnellen Rechner habe, dann, weil jetzt mache ich die Objektivkorrektur aktiviere und Lightroom ist ja sozusagen ein nicht destruktives Programm. Das heißt, der rechnet immer wieder aus der RAW-Datei durch alle Filter hinweg, rechnet Lightroom ja aus, wie jetzt das aktuelle Bild aussieht für euch. Und je mehr Filter ihr da drauf kloppt, desto langsamer wird Lightroom. Und wenn ihr und diese Lens Correction, das ist auch wieder ein Filter, der ist einfach total unnötig bis zum Schluss. Das heißt, ihr bearbeitet erst die Bilder, dann macht ihr am Schluss die Lens Corrections drauf und dann ist Lightroom auch nicht so langsam. Also das ist wirklich so Lens Corrections, Rauschen, das macht man erst, wenn das Bild dann ganz fertig ist. So. Genau, dann stelle ich noch zwei Fragen und ich glaube, dann reicht das auch mit der Zeit. Also zum Beispiel, wie entscheidet man sich bei so vielen Fotos für die Highlights? Bist du da schon drauf eingegangen? Das ist dann die Kunst beim Fotografieren. Also das Okay. ist dann wirklich der Zeitpunkt, wo es dann darauf ankommt, das richtige Auge zu haben. Das ist viel Übungsfrage. Ich weiß auch schon beim Fotografieren selbst, natürlich schon, wenn ich da stehe, zum 98%, welcher Blickwinkel jetzt bearbeitet wird bei mir am PC, weil ich fotografiere das und dann habe ich das. So, am Vulkan haben wir jetzt sehr viel fotografiert, weil wir viele verschiedene Belichtungen machen wollen. Aber im Grunde ist es so, dass wenn ich das belichte, dann bearbeite ich das auch. Also deswegen, das ist so, ja, deswegen, ich drücke nicht auf den Auslöser, wenn ich nicht weiß, dass ich das Foto wirklich benutzen würde oder ob das jetzt wirklich was Gutes für mich ist. Aber das ist, sage ich mal, wirklich die hohe Kunst beim Fotografieren, wo man eben die Übung braucht, zu verstehen, worauf so ein Bildaufbau jetzt ankommt, ja. Okay, und jetzt noch zuletzt ist noch die Frage reingekommen, brauchtet ihr eine Einreisegenehmigung? Einreisegenehmigung jetzt nach Island oder nach Deutschland, also du Nach brauchst nach Island Island wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Nee, braucht man keine Einreisegenehmigung. Also man reist ein, es muss halt irgendwie so ein PCR-Testformular da ausfüllen, aber ansonsten darf man einfach einreisen. Muss ne? halt dann, aber muss halt nachweisen, dass man so einen negativen PCR-Test davor schon gemacht hat, ja. Okay. Ja, Solche. dann nehmen wir noch die letzte Frage von Annika mit. Hast du auch einen Blitz benötigt? Ich besitze keinen Blitz. Hab ich nicht. Okay. Mich stört das auch immer, wenn ich in der Kamera einen eingebaut habe, dann bist du irgendwie so am Rumhantieren, dann kriegst du aus, wenn du mit den Handschuhen, beim Winter kriegst du mit den Handschuhen auf das Blitzgerät und dann kommt das Blitzgerät raus. Brauche ich für mich, ich meine Kameras, bräuchte kein Blitzgerät, ja. Nee. Okay. So. Ja, dann will ich gerne nochmal an alle Teilnehmer, also vielen Dank, dass so viele teilgenommen haben. Und wie gesagt, ihr kriegt das komplette Webinar morgen nochmal per E-Mail zugeschickt. Und in einer Woche werden wir es dann nochmal auf YouTube hochladen. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze nochmal in Ruhe anschauen. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend. Und das letzte Wort möchte ich gerne an Bastian übergeben. Ja, Und ja, danke ciao. dir, Obi, fürs Webinar und für deine Worte. Ich wollte auch ganz kurz auf die Frage antworten, wie nah wir an der Lava dran waren. Hier kann man jetzt schön sehen, das sind ungefähr so, wie Stefan gerade mit der Hitze von der Lava kämpft. Also er hält die Hand so vor die Stirn, hat sich die Stirn auch verbrannt. Das ist ungefähr so 1,50 Meter. Er steht so am Hang und unten so 1,50 Meter weiter unten drunter läuft halt so diese fließende Lava entlang. Also das war schon tierisch heiß. Und hier kann man auch mal sehen, also das ist jetzt hier auch oben direkt in, das ist jetzt oben in den Vulkan reingefilmt. Also da stand ich direkt vorne vor diesem Vulkankiel. Das ist auch kein Hitzeflimmer, das war der
vierte Tag, da sind wir dann eben nah an den Kegel dran gekommen, ja. Also so viel noch, um die Frage zu beantworten, ja. Ja, super. Gut, dann Dann bis zum nächsten Mal, wünsche ne? ich euch einen schönen Abend. Bobby, du beendest das für mich oder muss ich irgendwas Ja, beachten? nee, ich beende Okay, das. alles klar. Tschüss, schönen Wunderbar, Abend noch. dann mach's Ciao. gut. Ciao, ciao.